Hallihallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Baldur's Gate 3. Ich habe jetzt ungefähr 2 Wochen lang nicht gespielt, weil ich leider krank war. Deswegen verzeiht mir, wenn ich heute ein bisschen neben der Spur bin. Was ich allerdings mir in der Zeit überlegt habe, ist, dass ich eigentlich schon ganz gerne... Ich habe mich gerade unterbrochen, weil meine Kamera Kram macht. Die hat plötzlich angefangen, laut zu blinken. Ich will eigentlich gerne reskillen, weil ich benutze offensichtlich diese komische Paktwaffenfähigkeit von meiner Subklasse des Hexenmeisters nicht so wirklich. Deswegen würde ich ganz gerne kurz ins Lager gehen und die Reskill-Option benutzen. Oh lol. Das Lager sieht ein bisschen anders aus hier unten. Stimmt, du siehst inzwischen auch hübsch aus, weil ich dich ausgerüstet habe. Da. Genau, wir hatten Arabella. Ich will mit Lazarus. Spins along as it should. Stimmt, und ich hatte immer die Maske für Einschüchtern. Könnt ihr mir helfen, meine Klasse zu ändern? Ich will eigentlich meine Klasse gar nicht direkt ändern. Ich will nur meine Subklasse reskillen eigentlich. Unterklasse der große Alte. Nee, das ist ja richtig. Dissonantes Flüstern, 18 Meter, Schutz für Gut und Böse. Das könnte später, denke ich, noch. Aberration wäre unfassbar smart gewesen. Ich habe schon ein paar Mal gegen Aberration, das sind ja diese automatisierten, mechanischen Sachen gekämpft. Ha! Ja. Attribute, das will ich eigentlich so lassen. Jetzt muss ich halt die Stufenanstiege wieder machen. Okay, sehr genau. Das ist ja da, wo ich hin wollte. 2 schauerliche Anrufe. Ich kann Zauber lernen. Person bezaubern. Rascher Rückzug. Sofort sowie als Bonusaktion am Ende jedes Zuges spurt, bis dieser endet. Aber das zählt trotzdem. Das kann halt mehr spurten. Ich finde Hexenpfeil eigentlich ganz geil, weil den kann ich mehrfach benutzen. Wenn ich den verknackt krieg. Beim Attribut in der Wahl im Nachteil sein. Verwünschen. Rüstung. Finde, dass Ziele Reaktionen ausführen können. Das ist eigentlich auch ganz geil tatsächlich. Weil dann kann ich wegkommen, wenn die irgendwann mal versuchen, mich zu holen. So, auf jeden Fall. Qualvoller Strahl und zurückdrängender Strahl. Zauber ersetzen. Das ist, glaube ich, hier noch nicht. Wir haben noch keine Stufe 2. Können wir das einfach behalten. So, jetzt haben wir den Paktvorteil. Das ist ja das, was ich eigentlich ändern wollte. Und Pakt der Klinge war halt... Beschwöre eine Waffe in deiner Hand. Sie verwendet den Zauberei-Attribut des Anwenders und mir Waffenschaden ist magisch. Ja, das ist halt irgendwie... Also ich hau halt nicht zu. Ich glaube, dann benutze ich lieber Pakt des Folianten. Für Dornpeitsche, böser Spott und göttliche Führung, damit ich die selber habe. Als Zaubertrick. Alternatives Pakt der Kette, dass wir uns einen Vertrauten holen. Teufelchen. Quasit. Der Schutzpunkt gewährt dir einen Folianten, das Buch der Schatten, der dir erlaubt, göttliche Führung, geistiger Spott und Dornenpeitsche zu wirken. Ich glaube, das ist schon ganz gut. Also, ja. So, dann haben wir hier unsere Dolchwolke, die wir benutzt haben. Zauber ersetzen. Eigentlich will ich die gerne behalten. Die sind dann das Flüstern, psychischen Schaden. Das ist ein bisschen ein Exotenzauber. Der ist aber, glaube ich, ganz gut dabei. Also, exotischer Damage. Zaubertricks kann ich einen neuen lernen. Klingenbann, Knochenkälte, Freunde. Gegen eine nicht feindliche Kreatur im Vorteil. Einfache Illusion, Gift versprühen. Das würde mir halt ermöglichen. Das ist eine ganze Aktion, das ist halt schon beschissen. Das würde mir halt tatsächlich ermöglichen, dass ich... Also das Einzige, wofür zieht sich auch Schlag gut ist, ist, wenn du wirklich fetten Angriff machen willst. Ja, einen richtig, richtig geilen fetten Angriff. Und dass der nächste Runde dann sitzen soll. Per Gift versprühen könnte, habe ich halt noch mehr
Schadensoptionen. Freunde ist halt eher ein RPG-Ding. Aber das Ziel weiß eventuell, dass es bezaubert wurde, was auch immer das bedeutet. Jetzt haben wir eigentlich schon göttliche Führung, aber wir könnten uns sogar noch den Vorteil geben, aber als Zaubertrick. Ich glaube, das wäre smart, weil wir wollen ja eigentlich, haben ja Scharlatan-Hintergrund, also wir wollen ja Leute manipulieren. Ob die es dann wissen, dass sie manipuliert wurden, können uns eigentlich egal sein. Kronen des Wahnsinns, Fesseln. Damit sie dich ansieht, Unsichtbarkeit, Spiegelbilder, Nebelschritt. Nebelschritt hatte ich jetzt... Ich glaube, über eine Ausrüstung gemacht, aber das kann ich halt nur einmal pro lange Rast benutzen. Geisterhafte Kraft. Schwächestrahl. Die Stärke verwenden, bewirken einen halben Schaden. Zerbersten. Zerbersten gibt es, glaube ich, nochmal die Option, halt anders Schaden zu machen. Zauber ersetzen. Das ist physischer Schaden, also Hiebschaden, nekrotisch, psychisch. Eigentlich will ich da, glaube ich, nichts ändern. So, jetzt haben wir hier... Oh Gott, da hatte ich... Ich hatte, glaube ich, irgendwas genommen, um mein Charisma auf 18 zu bringen. Unterhalter? Könnte ich machen. Attributsverbesserung, Schauspieler. Übungsbonus bei Täuschen und Auftretenwürfen verdoppelt. Das wäre schon ziemlich cool. Geübt täuschen, geübt auftreten. Übungsbonus ist verdoppelt, steht hier. Wachsam, Initiative, Athlet, Stürmer, Armbrustexperte, defensiver Duellant, Finesse-Waffe, Fürst, zwei Waffenkämpfer, Gewölbeforscher, widerstandsfähig, Gewölbeforscher gibt mir nichts auf Charisma, elementar Adept, meisterhaft schwer bewaffnet. Glückspilz. Magiertöter, Meister der Kampfkunst. Halte dazu einen Überlegenheitswürfel nach Beenden einer kurzen oder langen Rasse, hältst du sofort Überlegenheitswürfel zurück. Leichtfüßig, mittelmäßig gerüstet, Unterhalter. Ich habe halt nur 8 Stärke, dadurch kann ich halt echt nicht weit springen. Unterhalter wäre die andere Option. Belastbar, Ritualwirker. Du lernst zwei Ritualzauber, dann über wilder Angreifer, Wächter, Scharfschütze wäre auch gut. Ich glaube, das zählt auch für Magier. Teilweise. Nee, jetzt hier genauer Zauberschütze ist das. Beim Angriffswurf mit Zaubern benötigst du ein Auge weniger. Dieser Effekt kann sich addieren. Aber das, ich würde gerne erstmal mein Charisma erhöhen. Tavernenschläger. C, Kampferprobe, Zauberwirker. Täuschen und auftreten. Das passt besser zu meinem Hintergrund. Das ändern, wie gesagt, will ich glaube ich nicht. Auch wenn Stufe 2 Zauber potenziell mächtiger sind. Und du, glaube ich... Also du kannst verängstigen. Habe ich da was anderes, was verängstigen kann? Ich könnte die Krone des Wahnsinns machen, mache aber keinen Damage. Das CC nur. Nebelschritt, geisterhafte Kraft... Nee, will ich glaube ich nicht. Kann ich das wieder abfehlen? Danke. Nicht, dass ich aus Versehen jetzt eins rausnehme, ohne was dafür zu kriegen. So. Vertiefter Pakt. Dein Außerwärtig ist deinen Diensten zufrieden und hat euren Pakt und euer neuer Segen. Klingenkämpfer erhalten als zusätzlichen Angriff mit ihrer Paktwaffe, deinem Pakt. Kette erhält der Vertraute ebenfalls einen zusätzlichen Angriff. Hexmeister vom Pakt der Folianten können einmal pro lange Rast Tote beleben, Hast und Blitze herbeirufen wirken. Oh, nice. So, Stufe 3. Gegenzauber, Fluch,
Furcht. Großer Flug. Fand sie selbst einen Verbündeten mit der Fähigkeit zu fliegen. Das könnte theoretisch mein Dingens ersetzen. Statt meinem Nebelschritt könnte ich das dann benutzen. Nebelschritt saved mich aber halt auch im Kampf. Das darf man nicht ganz vergessen. Vampirgriff? Würde ich auch sehen. Muss ich aber halt nah ran. Oh, ich muss mal dieses Range-Ding geben. Fluchbrechen, hypnotische Muster, das war eigentlich auch ziemlich geil. Kälte und Säureschaden. Beim Anfang und beim Ende ihres Zuges Schaden. Gasförmige Gestalt. Die ich einfach bitte in eine winzige Gasröhre, die nicht fallen kann, durch kleine Öffnungen passt, ist es sehr schwierig, ihr Schaden zuzufügen. Das ist, glaube ich, eine unfassbar hohe Armor-Class. In dem Sinne einfach schwierig. Angriffen lässt dich mit deinem Ziel zu viel Schaden zufügen oder bewirken, dass das Ziel keine Aktionen durchführen kann. Fluch scheint mir auch saumächtig zu sein, ist aber auch wieder ein Nahkampfding. Ich glaube, ich nehme erstmal die Arme von Hadar. Und wir kriegen eine neue Anrufung. Du kannst einen Hexenmeister-Zauberplatz Fluch wirken. Dann müsste ich Fluch nicht lernen. Rüstung der Schatten, Tiersprache hatten wir noch. Deswegen hatten wir die Strahlen am Anfang nicht. So, jetzt wird es sich schon anbieten, die Zauber zu ersetzen, die Stufe 1 Zauber. Wie zum Beispiel dissonantes Flüstern, weil verängstigt bedeutet ja bei D&D nur, dass sie mich nicht angreifen können und sich nicht zu mir bewegen können, ohne einen Rettungswurf zu schaffen. Das heißt aber, dass sie tatsächlich noch andere Sachen machen können. Deswegen ist hypnotische Muster vielleicht ein bisschen geiler, vor allem weil es ein AOE-Ding ist. Kannst den Zauber auch wirken, wenn du verstummt bist. Oder verlangsamen. Bis zu 6 Gegner, um sie zu verlangsamen. Sie können sich kaum bewegen. Ist einfacher zu treffen. Hypnotische Muster hatte ich auf jeden Fall. Wir nehmen dann dissonantes Flüstern raus. Für ein bisschen CC. So, Unterklassenmerkmale. Angriffswürfe gegen dich im Nachteil sein. Entropischer Schutz. Wenn der Angriff scheitert, bist du einen Zug lang bei deinem nächsten Angriff gegen Angreifer im Vorteil. So, wir kriegen noch einen Zauber. Nehme ich dann doch mal großer Flug. Denke ich, damit wir uns schnell an Stellen bewegen können. Die Frage ist jetzt, Arme von Hadar. Die hatte ich, glaube ich, nie dabei. Dafür nehme ich mal Vampirgriff rein. 3 bis 18, 2 bis 12. Das ist gar nicht so ein Unterschied. Weil ich nicht weiß, ob der das jetzt hier auf Upcast rechnet. Aber hier kann ich mich halt heilen mit meinen Gegnern. Mit die nekrotisch empfindlich sind. Ich habe einen empfindlichen, der ist super gut. Ich glaube, Untote sind immer nekrotisch empfindlich. So, Plage. Pflanzen erleiden durch diesen Zauber maximalen Schaden bei ihrem Rettungswürfen gegen ihren Nachteil. Verbannung, wenn es irgendwie auf eine andere Existenzebene. Dimensionstor, Tier beherrschen. Die schwarzen Tentakel waren irgendwie nicht so geil. Also gefühlt hat das genau nichts gebracht. Da mache ich, glaube ich, lieber Plage. Kriegen noch eine schauerliche Anrufung. Bucht uralten Geheimnisse. Du hältst Zauberstrahl der Übelkeit, chromatische Gucken und Stille. Du kannst diese Zauber einmal pro langer Rast wirken, ohne dafür einen Zauberplatz nutzen zu müssen. Dieb der 5 Schicksale. Einmal pro langer Rast kannst du mit deinem Hexmeisterzauber Verderben wirken. Verderben bis 3 Kreaturen. Sie erhalten Malus von 1W4 für Angriffe. Rettungswürfe. Schatten verschmelzen. Maske. Da kann ich mich verkleiden. Teuflische Tatkraft. 7 temporäre Trefferpunkte. Das ist irgendwie nicht so geil. Jetzt nochmal für irgendwas anderes. Nee. Teufelssicht, Dunkelheit normal sehen, sowohl magisch als auch nicht magisch. Deine Sichtweite beträgt, wenn es wäre, das wäre eher was. Spürst deinen bezaubernden Charme, Schutzpass und bist enttäuschen und überzeugen geübt. Das bin ich, glaube ich, sowieso schon. Deswegen. Rüstung des Schatten, Zeichen des schlechten Ohms, versumpfen lassen, Fleischbildhauer. Verwandlung wirken. Sind hier eine schlechtere Variante mit Selbstverkleidung? Achso, ich kann mit anderen verkleiden dann. Na gut. Verwirrung wirken, buchte Walden Geheimnisse. Strahl der Übelkeit, chromatische Kugel und Stille.
Ich glaube, das nehme ich. Aber jetzt die Frage, will ich den Schutz vor Aberrations noch korrigieren? Schutz für Gut und Böse, ich habe es nie benutzt. Die Frage ist, was nehme ich dafür? Zwei Züge lang Furcht, das ist doch einfach. Das Ziele fallen lassen, was sie halten. Und furchtsam werden. Sie sind dann einfacher zu treffen und können sich nicht bewegen. Dunkelheit. Krone des Wahnsinns. Tier beherrschen. Dimensionstür. Verbannung. Fluch. Gegenzauber. Ich weiß nicht. Nebelschritt hatte ich halt die ganze Zeit noch mit drin, ne? Jetzt habe ich aber Fliegen dafür mit drin. Statt Nebelschritt, weil ich dann hoffentlich irgendwo hinfliegen kann und zurückfliegen kann für einen Zauberplatz. Deswegen dachte ich mir, nehme ich Fliegen lieber statt Nebelschritt mit. Fluchbrechen, gasförmige Gestalt, da kann ich halt irgendwo rein oder raus, ohne da viel machen zu müssen. Immer ist Schatten, Schaden erleidet, führt es einen Weisheitsrettungswurf gegen Beherrschung durch dich durch. Wäre jetzt die Frage, ob sie Tiere einsetzen, so wirklich. Die nächsten Gegner. Dies ersticken sie. Was bedeutet ersticken? Von schwarzen Tentakeln festgesetzt, die betroffene Kreatur kann sich nicht bewegen oder 3 bis 8 Wuchtschaden pro Zug. Aha. Gegen betroffene Kreaturen im Vorteil, während die eigenen Angriffswürfe und Kriegerfriedungswürfe im Nachteil sind. Also eigentlich hört sich das schon awesome an. Es hat nur irgendwie nicht funktioniert. Sie kann nicht von diesen Kreaturen bezaubert, verängstigt oder besessen werden. Wenn diese Kreaturen angreifen, sind sie im Nachteil. Wir versuchen es. So, wir haben gereskillt. Außerdem habe ich erfahren, dass das Reisegepäck, was ich hier immer so dabei habe, was ja schon relativ schwer ist mit, ne, 28 Kilo, dass ich das im Prinzip komplett im Lager haben kann. Was einfach mal ein Viertel unseres Gewichts ist. Was ja schon ganz geil ist, weil ich esse ja immer im Lager. Also. Gibt es Situationen, wo ich nicht im Lager futtere? Habe ich hier viermal eine seltsame Kleidertruhe? Ha? Fremdliches Abenteuerpaket? The fuck? Nein! Das wollte ich gar nicht. Das war nicht der Plan. Ich wollte es dahin bewegen. Hügelriesenstärke. Ich könnte aber die ganzen... Haha, ich könnte die ganzen Bücher da reinmachen. Damit die mal weniger Platz wegnehmen. Ist alles bis dahin. Sehr schön. Hallihallo, Jean. Wunderschönen. So, jetzt haben wir wenigstens mal... Kann ich das benennen? Nee. Na gut. Reisesack, Schlüsselbund, Alchemiebeutel. Jetzt haben wir alle Briefe in eins gepackt, damit ist das schon sehr viel aufgeräumter. Briefe und Bücher, die wir eh behalten wollen. Ich habe noch einen Inspirationspunkt, wir haben ein bisschen Gold. Sehr schön, dann können wir das Lager verlassen. Und jetzt speichere ich mal kurz, damit ich das nicht nochmal machen muss. So. Wir haben gereskillt und eigentlich haben wir nur die Waffe gewechselt und, glaube ich, jetzt dadurch auch die Zauber ein bisschen geändert. Hast. Achso, das kann ich auch zaubern. Und Tote beleben. Wunderschönen guten Tag schon. Bist du jetzt schon durch schon mit dem Spiel? Oder hast du es überhaupt selber gespielt? Weiß ich gerade gar nicht.
Genau, wir waren an dem Punkt, dass wir uns hier in den Traversi-Edelstein. Ist irgendwie. Ja. Traversal-Edelstein ist das. Und die, aber wie heißt das Gebiet? Ach, die Proben der Schar. Wait, das sind Tafeln. Ich kenne ein Ende, okay. Schar, Singer of Eternal Night. Protector of the Lost and Forgotten. Ich mag den. Never a dull moment. So, haben wir da noch eine Tafel? Dann reden wir mal die Tafel auch noch an. Wandelt vom Licht in die Dunkelheit, schenkt euer Leben in den Schatten. Weiß nicht, ob das nicht vorgelesen wurde, das wirkt ein bisschen buggy. Und haben wir da noch eine Tafel. Offer your pain to Shah's embrace. Hear the night song. Moment, wir können mal kurz direkt noch hier mit Tieren sprechen wirken. Bevor wir das vergessen. Alter, haben wir viele Zauber inzwischen zur Auswahl. Wollte gerade mal gucken, ist hier noch irgendwas? Nope. All's well that ends. Not as bad as it could have. Kann ich. Ach, jetzt blendet es mich gerade. Ich glaube nicht, dass ich hier rumlaufen kann. Das sieht nicht so aus. Sind wir ehrlich. Nee, ich glaube, ich kann wirklich nur hier gerade rein. Na gut. Na dann, schauen wir mal, was hier abgeht. Hallo. The answer lies in darkness. Okay. Irgendwas ist, wait a second. Ich habe doch mit Sicherheit eine Waffe für mich gehabt. Safe Call hatte ich eine Waffe für mich. Ich habe keine Waffe mehr. Doch hier. Das ist meine eigentliche Waffe. Hatten wir nicht jemanden, der Lichtcast konnte? Das ist Tageslicht, das ist nicht das, was ich meinte. Keep a blade close. Irgendjemand hier, du konntest doch Licht casten. Mach mal auf mich. Dankeschön. Das Problem ist, dann habe ich aber hier richtig dunkel. Also wenn ich meine Jalousie komplett zumache, ich habe so eine Außenrollo. Das muss halt dann unten aufsetzen und baut sich dann oben zusammen und dann habe ich komplett dunkel. Das will ich eigentlich nicht. Also, ich mag schon Sonne. Deswegen muss ich, glaube ich, damit einfach zurechtkommen. Ein bisschen immer dann vor oder zurückgehen, dann, dass meine Augen nicht gerade ein bisschen geschattet sind. Ups, nee, nicht du. Still alive, so that's Charles Warriors must not be caught. Must not be tricked. Only loss awaits the unworthy. How much farther can I go? A voice. Is that Shah herself who speaks? Ich kann doppelgöttliche machen. Aber wir können erstmal eine Falle entschärfen. Das ist nämlich ein Entlüftungsschacht. Sehr schön. Nicht, dass wir hier irgendwie mit Gift-Shit was abkriegen. Aua! Gedanken wahrnehmen. Wits and blades, always sharp. Geh du mal dahin. Okay, dich magst du auch nicht. Ha? Okay, hier gibt's ein Rätsel, das ich nicht verstehe. No one back home will ever believe this. The answer lies in darkness. Die Antwort liegt nur. Moment, das hier, wo, es sind ja Hinweise gestreut worden, ja? Wir fangen mal wieder ganz vorne an. Fangen wir nochmal ganz vorne an. Hier gibt es wieder ein Rätsel, was ich nicht verstehe. Shah, Singer of Eternal Night, Protector. Okay, of the das ist Fluff, würde ich mal sagen. Oh, cursed to put my hands on everything. Wandelt vom Licht in die Dunkelheit, schenkt eurem Leben den Schatten. Don't touch me. Oh, I could go for a good meal. Ha, On my way.
Bin ich jetzt dunkel? Also es ist ja für mich dann. Hört das Nachtlied. The answer lies in darkness. Also wir sind jetzt dunkel. Nope. Das ist es anscheinend nicht. Das anscheinend auch nicht. Moment, aber er macht es immer nur einmal. Wir können weiter springen, dass es uns zurückwirft. Haha. Oh. Whoopsie. Wait a second. Step carefully. There's a trap. Okay. Vielleicht sollten wir erstmal die Falle entschärfen. Hallo? Okay, there's a trap, hat er erkannt. Okay, da komme ich nicht durch. Es ist ja gut. Vielleicht sollten wir einfach nicht straight drauf zulaufen. Kann ja auch sein. Es ist also nicht das Problem, dass wir unseren Zauberstab, der Licht drauf hat, nicht. Ah, dann sehen wir es halt nicht. Das ist das Einzige. Wenn wir es hell machen, sehen wir nicht, ob das Ding noch an ist, okay? Ob der Zauber noch an ist. Das sehen wir nur, wenn es dunkel ist. Okay. Fine by me. Oh. Entschärfen. Jetzt habe ich zwei Leute. Na ja, gut. Ich will ja Schattenherz nicht mal mitnehmen. Und wir machen mal die ganzen Fallen weg. Das wäre schon ganz gut. Gerade so geklappt. Okay, die Antwort liegt in Dunkelheit, wurde gesagt. Oh Gott, sind ja viele Fallen. Zum Glück bin ich ganz gut in Geschick- und Fingerfertigkeitssachen. Okay. Ich mach die ganzen Fallen weg. Ich will nicht, dass ich da irgendwie reinfalle. Irgendeinen muss dann mal schief gehen, ne? Ha! Nee, eine Kerze will ich nicht. Okay, ich vermute mal, das muss ich auf allen vier Seiten sozusagen machen, an allen vier Diagonalen. Aber ich mach trotzdem lieber die Fallen weg. Man weiß ja nie. Traps. How considerate. Hallo? Steht drauf, ich würde sie gerne wegmachen. Okay, die darf ich wieder nicht wegmachen. Ich weiß nicht warum. Da ist der Hebel. Dann geht das hier runter. Ja, ich denke, ich muss brennend mystisches Weihrauchfass. Ich denke, ich muss alle Seiten davon aktivieren, damit dann. Ja! Ist ja in Ordnung. ...24 für Fallentschärfung. Hier ist mit Sicherheit auch noch eine Falle, oder? Nicht? Hätte ich jetzt gedacht. Ich bin nur minimal zu nah rangekommen. Lass mich noch Ruhe. Ich laufe doch nur hier rum. So. Kritischer Erfolg, ja easy.
Kann ich denn die Ressourcen, die in der Falle sind, oder kann ich die Falle bekommen beim kritischen Erfolg und die selber wieder irgendwo platzieren, wo ich es möchte? Oh shit. Oh, Schwein gehabt. Ich glaube, die göttliche Führung carried mich hier ein bisschen hart. Warum ich die Falle aber nicht entschärfen kann, verstehe ich nicht ganz. Da ist nur ein Ringlein drin. Wimmelpilz, mal mitnehmen, eingesteckt. Hier ist sogar eine Tür. Upp. Au? I guess. Och nö. Haben wir es dann irgendwann oder bin ich jetzt dauerhaft dead? Ich komme halt hier nicht raus, ne? Aua, aua. Gut, danke Schattenherz. Jetzt sind wir alle so gut wie tot. Holy shit, ey. Gut, dass ich das vorher versucht habe zu entschärfen, ey. Meine Fresse. Hätte nicht sein müssen. Rennt sie da einfach drauf, ne? Auf diese blöde Platte. Platte. Ah, das sind die. Deswegen, ich löse diese Dinge eigentlich gar nicht aus. Diese Dunkelheit verströmende Sachen. Normalerweise löse ich die wahrscheinlich nicht aus. Oder habe ich sie? Die sind nicht ausgelöst. So, war's das jetzt? Oder war ich immer noch gewumst? Oh, Weihrauch nehme ich mit, by the way. Ich werde immer noch gewumst. Das war's also nicht. Ich kann mit den Dingern irgendwas machen. Kann's ausmachen, okay. Das ist nicht das, was ich wollte. Schloss knacken. Krieg ich ja wohin. Ja doch, krieg ich. Sehr schön. Okay, da ich jetzt eh nicht mehr sehe, kann ich auch meinen Zauberstab wieder nehmen, der mir Licht gibt. Ich habe Ratten gehört. Ich würde gerne mit Ratten reden. Aber ich sehe sie nicht. Was ist das hier für eine Tafel? Let's see what this does. In darkness, beauty is equal and wealth unseen. Ich kann mal doch rüberhüpfen. Safe call. Kann man doch safe rüberhüpfen. I'll take that. Würde ich sagen. Das erinnert mich an diese Heilungsdinger vom Anfang. Vom Nautiloiden. Hopp! Okay, wo komme ich jetzt hin? Komme ich jetzt raus oder komme ich weiter rein? Ha! Offensichtlicherweise muss ich darüber. Auf jeden Fall kann ich jetzt woanders hinklettern. Aber jetzt bin ich ja nicht mehr in dem Heiligtum. Jetzt bin ich ja wo ganz anders. Ich bin irritiert. What now? Is that blood? No, never mind. Drachen-Eipilz, nehmen wir auch noch mit. Hier ist wieder ein Eingang. Oder Ausgang, je nachdem. Hab ich jetzt eine Abkürzung genommen? Vergoldete Truhe. Oh. Ha. Hätte man darauf hingewiesen sein können mit den ganzen Skeletten hier, ne? Ist natürlich keine Frage, wie heftig das ist. Er hat keine Resistenzen und 105, das wird man doch hinkriegen, oder?
trust no one. Yes. Kann der hier hoch? Nee. Ich dachte, wir können da irgendwie versuchen. Aber da könnte auch noch was oben sein, habe ich so das Gefühl. Aber vielleicht noch nicht entdeckt. Aber du könntest erstmal. Da hinten könntest du dich verstecken. So, ich gehe mal ein Stück nach hinten. Du hast immer noch dein Schild, ne? Genau. Perfekt. Du und Karnach, ihr stellt euch hier so hin. Und dann würde ich mal sagen, du machst deinen hinterhältigen Angriff. Darf nicht im Nachhinein das Ziel sein, weil es versteckt ist? Warum ist es denn im Nachteil? Weil das. Weil er unten war? Schweinerei. Dann machen wir halt einfach nur einen Angriff. Zu dunkel, deswegen, okay. Na gut. Slap it. Heimlich erfolgreich, sehr gut. Der ist sogar noch versteckt. Das ist eine. Achso, wir müssen aber irgendwie da hochkommen, ne? Over there. Schade. Noch ein Versuch. Nice. Nimm dir deine Nahkampfwaffe raus. So, aber bei dir können wir jetzt hinterher den Angriff machen, oder? Muss ein Futter gegen das Ziel sein. Wenn er überrascht ist, ist es nicht. Oder wenn er versteckt ist, kann er nicht hinterhältig angreifen. Das ist ja ein bisschen gemein. 56%. Was, so viele Zauberblitze? Let's go. Into the shadows. Du. Könnten was werfen oder wir beschwören die spirituelle Waffe. Let's go. Zweihandaxt. Hammer. Ich nehme die Axt. Ist nämlich sogar noch dran, während der überrascht ist. Verwandlung. Was bist du eigentlich? Mantler. Du zählst als Aberration. Da wäre Protection from Good and Evil sogar gut, weil der zählt anscheinend dann als Evil, I guess. Können wir hier noch Heilige Flamme versuchen? 50%. Schade. Another fight. Let's go. Ja. Ich kann Sachen for free machen, theoretisch. Wie mein Eisstrahl. Oder ich mach mal kurz das Wegschieben weg. Und mach halt einfach mal einen schaurigen Strahl. 36% ist halt echt wenig. Und da will er nicht drin bleiben wahrscheinlich. Wobei. Das heißt, ungefähr 60%, dass überhaupt einer von beiden trifft. Pi mal Daumen. Boah. Yeah. Mit der Peitsche kann ich sogar Leute ranziehen. Das ist eigentlich ganz geil. Blitze herbeirufen. In Reichweite kannst du 10 Züge lang in jedem Zug wieder Blitze herbeirufen. Ja, Eldritch Blast ist es wahrscheinlich, ne? Hab ich mir auch gedacht. Haben sogar beide getroffen für 19 insgesamt. Holy shit. Bei 36%, die das beide treffen, das ist super niedrig, die Wahrscheinlichkeit. Vielleicht kannst du bluten. Du kannst bluten. Geil. Also der ist schon halb tot, bevor ich überhaupt irgendwas passiert ist. Oh. Oh. That's the thing, was der macht. Ja, ich weiß nicht, ob das noch viel hilft, ehrlich gesagt.
Rücksichtsloser Angriff, let's go. Und du blutest schon, ne? Brauchen wir keinen extra Angriff, wir machen einfach einen normalen Hauptangriff. Let's spill some blood. So, jetzt soll ich auf jeden Fall einen hinterhältigen Angriff machen. Und dead. Also das war entspannt. Ich glaube, wir haben keinen Damage bekommen tatsächlich. Literally null. Da hat's echt geholfen, dass wir Glück hatten. Sind wir ehrlich. Ups. So, welche armen Abenteuer hat's denn hier getroffen? Ich guck mal die vergoldete Truhe an. Geil, Gold, Elixier der Bosheit. Benötigt für einen kritischen Treffer ein Auge weniger. Ersetzt bei Konsum die Effekte anderer Elixiere. Verdünntes Öl der Schärfe. Karlach. Zieht aktive Waffen mit Gift. Karlach. Okay. Spannend. Gibt's noch irgendwas anderes? Hier sind wir hergekommen, ne? Ja. Aber wir hätten hier einfach lang gehen können. Dann hätten wir das Ding von oben fighten dürfen. Hätten wir das direkt gesehen. Ja gut. Ja gut, dann nicht. Dann machen wir das einfach alles ein bisschen anders. Die Ecke hier haben wir jetzt, glaube ich, fertig, ne? Ich habe jetzt nicht gesehen, dass hier noch irgendwo anders hingehen würde. Das heißt, Schloss knacken. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Also dass ich in Fingerfertigkeit geübt bin, macht einfach so viel. Frage ist, habe ich jetzt eine Abkürzung genommen, die ich nehmen darf, oder? Ich glaube, ich habe das Rätsel um die Hallen eigentlich nicht gelöst. Eisenpfannen. Hier brennt sogar noch Feuer, ey. Schräg. Ja, dann nehmen wir mal hier alles mit, was wir können, wa? Nämlich Pilzsuppe, die offensichtlicherweise noch gut ist. Hallo, keine Frage. Nochmal eine Pilzsuppe. Was ist das eigentlich für ein Riesenpilz hier, der mitten drauf liegt? Silberteller. Weißer Pilz, Pilzsuppe, die sind alle noch gut, die haben ja bis in die Dienste von Zeit und Raum gelagert worden. It's nice. A homie. This is a dedication to my goddess's power and dark beauty. Homie is not the first word that comes to mind. Fiep, 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 das gibt's anscheinend Rad, mit dem wir reden können. Das würde ich dann entsprechend auch tun, sobald wir da sind. Hackbeil, Teller. Sind Teller was wert? Meistens sind Teller was wert, ne? Jupp, sind sie. Nehmen wir mit. Rotkappe, Ahorntrüffel. Hallo? Drachenneipilz. Wasserpumpe. Okay. Flaschen, da komme ich nicht ran. Bin ich zu klein für. So, da sind Ratten auf jeden Fall wieder, mit denen wir schon reden wollen. Oh, hier wird automatisch gespeichert. Feed your bodies and rest your minds. Lady Shah needs her warriors strong and ready. Hallo Sonics, einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, du kannst zugucken, dass ich weit genug bin. Ich habe meine Tiere zuhören. Yes. Dann reden wir doch mal mit einer Ratte. Unworthy. Unworthy to walk among friendly bones. Leave. Sehr schön. Also die Ratte bezeichnet mich als unwürdig. Ganz ruhig, wovon redest du? Talking of you, intruder, invader, unworthy one. These halls are not for you. Und Sonics, bist du zufrieden mit deiner Geschichte? Ich will gar nicht jetzt erklärt haben oder so, oder was du gemacht hast. Ach doch, dort welche Klasse und welche Rasse du gespielt hast, das würde mich interessieren. Aber ansonsten bin ich echt. Okay. Was?
Spannend, das ist jetzt gerade, kommt das Tutorial. Sag dir was an. Elf Warlock habe ich, also auch Hexenmeister, okay. Okay, die sagen alle das Gleiche und sie sagen, ich bin unwürdig, Altar der Schar. What's next, I wonder? Du bist doch eine Schar-Jüngerin. Even the rats have the good sense to pay homage to Lady Shah. Ich lass dich mal dahin gehen. Ja, mach mal. Your prayers fade away. Nothing comes to you in return. No soothing presence, no spiritual embrace. Only darkness and silence. Das magst du wahrscheinlich nicht. You must do more to please Shah going forward. Shah schweigend deinen Körper, deine Seele versprechen. Hier, kannst dir selber noch einen Bonus geben. Freund des Magiers, arkane Kunde, Religion, let's try. Am Ende ein bisschen so schnell jetzt mal durch. Da habe ich laut meinem Arbeitskollegen noch ein bisschen was liegen gelassen. Aber so war ich zufrieden. Ja, glaube ich. Also, ich habe sowohl mit meinem besten Kumpel einen Playthrough angefangen, als auch mit meiner Freundin. Und beide sind unterschiedlich. Also völlig unterschiedlich, einfach dadurch, dass die beiden anders spielen. Ich nehme mich ein bisschen zurück, weil ich Akt 1 relativ gut kenne. Aber beide haben mir schon Sachen gezeigt, die ich nicht gefunden habe. Und die halt anders gelaufen sind. Das ist so irre, wie viele Optionen es im Spiel gibt. Komm schon. 17, sehr schön. Ich meine, du bist offensichtlich eine Schar-Jüngerin. Dass du da nicht Vorteil hättest, wäre traurig. The faintest sensation of approval quickens your heart. A hard won blessing from your mistress. Ach, geil. Gunst der Nachtsingerin. Die betroffene Kreatur ist bis zur nächsten langen Rast resistent gegen nekrotischen Schaden. Das würde ich gerne bei allen haben. Darf ich das auch bei meinem machen? Oh, jetzt ist anders, jetzt sind alle da. Place of offering to the Dark Lady. May she embrace the entire world. Ich habe glaube ich keinen Vorteil, ne, logischerweise. Aber ich kann mir göttliche Führung geben. Von meinem Gott, der mir Mächte gegeben hat. Let's try. Brauche ich nicht mal, ich kann das alleine. Ich weiß, wie ich beten muss. A pleasurable shiver runs down your spine. You feel as if you've unburdened a troubling thought and forgotten it forever. Okay, jetzt hast du auch Gunst der Nachtsängerin. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir es verkacken. Also es wäre schon cool, alle immun gegen nekrotischen Schaden zu machen. Ja, bla bla. Du bist halt absolut unfähig. Aber du kriegst es trotzdem hin. So, versagst du jetzt, Astarion? Es wäre jetzt irgendwie das Passende mit deinem komischen Nachtumhang. Place of offering to the Dark Lady. Dark Urge Playthrough ist, wenn du manchmal Optionen hast, einfach fiese Sachen zu tun. Also wenn du einfach, ich glaube, du kannst ja nicht wählen, du nimmst einfach automatisch die böse Variante. Und wir haben es hingekriegt, alle zu segnen. Sehr schön. Erstmal F5 machen hier zum Speichern. Was sagen die Ratten jetzt? Unworthy of dark cloak. Unworthy of dark fur. Unworthy. There's something strange about the vermin in this place. Can't put my finger on what though. Mit Tieren umgehen, Motiv erkennen. Ja, ist wurscht. Über Ton von Wutwald der Ratte nachdenken. Versuchen mal rauszufinden, was mit den Ratten hier abgeht. Krieg mal hin. Und zwar punktgenau. Finde ich gut. The rat isn't merely territorial, it's proud. This place means a great deal to it. Ich würde ja behaupten, das sind Menschen, die in Ratten verwandelt wurden, die halt Jünger der Schar sind. Aber ich frage mal, warum dieser Ort ihnen wichtig ist. We've always been here. It's ours. We watch over it. You do not belong. That sounded like a threat.
I like threat. Und ich mag Kalach. Away. My nest. My dark. Okay, die sind echt schräg drauf, die Ratten. This is the path of heroes. Your feet sully it. Mit Tieren umgehen. Können wir auch nochmal gucken, ob wir da was kriegen. Hey, kriegen wir auch hin. The rat holds its ground. It almost seems defiant. We are small, but many. Leave, or see what happens. Ich dachte, sie sind jetzt freundlicher, weil wir jetzt den Segen ihrer Göttin haben. Also ich meine, wir haben jetzt Gunst der Nachtsängerin bekommen. Das müsste uns doch irgendeinen Vorteil in diesem Ding geben, oder? Feed your bodies and rest your minds. Lady Shah needs her warriors strong and ready. Na, dran mit der Theorie und nicht. Ja, danke, dachte halt hier, Tagebuch, Moment. Tagebuch lesen. Die Reihenschaft ist ein eiliges, schräges Gekrakel. Die Seiten sind voller Flecken, Tinte und möglicherweise auch getrocknetem Blut. Herrin Shah hält mich weiterhin am Leben, auch wenn eine Flucht unmöglich ist. Das Monstrum schleicht noch immer durch unsere Hallen. Auch wenn die Kampfgeräusche nicht mehr an meine Ohren dringen. Ich fürchte, all meine Brüder und Schwestern sind bei der Verteidigung des heiligen Panzerhandschuhs der Nachtsängerin gestorben. Doch ich werde warten. Das Monster wird gewiss nicht lange bleiben. Ein kürzerer Eintrag. Die Handschrift ist jedoch schräger und erratischer. Das Monster ist noch immer hier. Warum verschwindet es nicht einfach? Und warum sinkt es? Das Essen ist fort. Ich muss meine Kräfte einteilen. Herrin, umarme mich. Letzter Eintrag ist fast ein Tünnel. Herrin, umarme mich. Okay. Ah, ein Schlüssel. Justizialhelm. Potenziell. Ganz nett. Was ich ein bisschen schräg finde, ist, dass sie sagen, das Essen ist weg, aber ich habe ja noch Pilze und so gefunden. Also, die hätten wir doch noch essen können. Okay, dann öffnen wir mal die Tür wahrscheinlich. Hebel betätigen. Oder auch nicht. Wer hätte es gedacht? Was macht der Hebel? Ha! Betätigen wir nochmal. Es scheint irgendwas irgendwo aufzugehen. Okay, irgendein Viech ist hier drin. Wandelnder Duellant. Wandelnder Schütze, wandelnder Schütze. Die reden mit mir. Die haben Justiziar, alte Justiziar-Klamotte an. Zumindest der Helm ist ein alter dunkler Justiziar, glaube ich. Ja. Ich habe ein bisschen Angst. So, nichts spoilern. Keine Ahnung von dem Kampf auf dem Turm. Ich bin auf der Suche nach dem Nachtlied. Don't do this, please. Ich komme gleich zu euch, muss mal kurz erkunden, was ihr noch so rumlüppelt. Wo ich hier nicht war. Da liegt eine Fackel rum. Warum liegt da eine brennende Fackel rum? Ich habe hier bei solchen Sachen immer Angst, dass da Dinge passieren. Nein! Wieso soll ich denn durch sein? Mein Titel ist Akt 2 Baldur's Gate 3 Hexenmeister. Warum soll ich denn durch sein? Hä? Weil es 4 Wochen her ist, dass das Spiel rauskam. Ich habe nicht so viel Zeit. Ja. Ich dachte, das wäre ein Moment. Hier ist auch noch eine Ratte. Hallo. Two legs. Too familiar. Okay, ich hab keine großen Optionen bei euch. Hier kann ich Feuer anmachen. Oh, ein Wegpunkt. Das ist doch gut gewesen, dass wir hingegangen sind nochmal. Da ist noch eine Ratte. Und hier ist Blut jede Menge. Join an army. Became an army. Leave! Okay. Hm. Also Entschuldigung angenommen, ne? Und so, aber. Da ist noch eine Hebelbasis. Wir haben aber keinen Hebel dafür. Nein, nein. Dann würde ich es nicht streamen, dann würde ich es einfach nur für mich spielen, wenn ich das noch nicht durchgespielt hätte.
Aber, also, mal ganz kurz. Oh shit. Bin ich jetzt reingelaufen? Hallo! Euch habe ich nicht gesehen. Servus, Jungs! You do not belong here. Your mind upends. Somehow, in the decayed soup of this creature's brain, a tadpole lives. Another presence nurtures it, manipulates it like a puppet. Das will ich nicht werden. No, you do not belong. This is the Dark Lady's house. She is no use for old, faithless bones. You plunder. You meddle. You upset my plans. Leave. Ich glaube, wir haben einen Nekromanten irgendwo in den tiefen Hallen. Ich wollte kurz sagen, diese Woche habe ich gespielt, also von Montag bis Freitag. Samstag und Sonntag streame ich ja früh immer und dann mache ich Sachen mit meiner Freundin. Montag habe ich mit meiner Freundin Baldur's Gate 3 gespielt, Dienstag mit meinem Kumpel, Mittwoch mit meiner Freundin, Donnerstag haben wir Serie geguckt, Freitag gestern habe ich noch ein bisschen YouTube-Videos geschnitten. Und jetzt haben wir Samstag. So viel Zeit habe ich zum Zocken in der Woche. Also es ist immer so 2 Stunden. An den Tagen, wo ich gesagt habe, ich habe gezockt. 3 Leichen teilen eine Persönlichkeit. Mit wem oder womit reden wir hier? Rede ich hier? I am the creator. I saved them from life. I saved them from life. Wow. From their skin and their flesh. Now they serve me. Leave before. Uh-oh. Stupid worm infested cockhead! You have awoken the shadows! My forces are split. The defenses are thin! Rally on me. A wall of bone and blade against the darkness. Now! Okay. Justiziarrecher. Ey, ich wollte euch helfen. Okay, ihr seid neutral. Tendenziell seid ihr für mich, aber ihr werdet nicht lange überleben, weil ihr seid einfach nur Knochen. Und die haben viel mehr HP und wahrscheinlich haben sie auch mehr Damage. Aber die sind nur Stufe 7. Schattenbeben. Wir können einfach das Ding kaputt machen, oder? Du stehst aber sehr weit hinten. Nach oben springen ist mal ein bisschen beschissen, ne? Von der Reichweite her. Glaube ich. Hier wird man im Nachteil sein, von daher kann ich nur einen normalen Fernkampfangriff auf das Ding machen. 100%. Na dann. Sind schon 12 von 16. Oh, da ist noch eins. Oh, shit. Why did Lady Shah's dead attack? Am I being tested? Vielleicht mag Lady Shah dich nicht, aber wir sind gegen nekrotischen Schaden immun. Das ist ja eigentlich trotzdem eigentlich ganz geil, ne? So. Du kannst doch auch hier durch angreifen, oder? Yes. Wow. Versuch's nochmal. Sehr schön. Haben wir das. Ein Schattenbeben ist down. Okay, aber die Dinger bleiben trotzdem. Nehmen wir deine Nahkampfwaffe wieder raus und let's go. Servus. Still breathing, despite everything. Bist du gegen irgendwas immun oder besonders anfällig? Gegen gleißend bist du anfällig. Can't give up. Not now. Na dann. Heilige Flamme. Das hier darf nicht unbelebt sein. Ach, fuck you. Dann halt das. Du bist nur resistent, nicht immun. Ja, ja, ich weiß. Aber Resistenzen und es gibt auch Immunitäten. Es gibt auch, also, richtige Immunitäten. Hier, Moment. Hier gegen Schall zum Beispiel ist es
Genau, ist wirklich immun. Auch wenn da Resistenz steht, aber da ist es wirklich immun. Gegen Schall, Nekro, Psychisch und Gift. Bei den Dingen weiß ich gerade gar nicht. Was seid ihr eigentlich? Ihr seid untot. Dunkeldurchsitz, ja. Nekrotisch und gleißend seid ihr anfällig. Ja, gut. Necrotic ist natürlich Plage. Könnt ihr es einfach one-tappen? Why not, ne? Gleißend habe ich nichts. Hopp. Komm ich noch nicht ran? Ich könnte einen runterziehen. Ich habe bei Damage 2 bis 12. Will ich einen runterziehen? Wahrscheinlich nicht. Machen, glaube ich, das Gegenteil. Eldritch Blast! Tja. Ja. So richtig überleben tun die Knochen nicht, ne? Sind wir mal ehrlich. Wir werden wahrscheinlich so Kleriker anmachen müssen mit dem AOE. Hör auf, mich wegzuschubsen. Wobei, das wäre eigentlich gut gewesen, mich wegzuschubsen. Ich wäre gerne weggeschubst worden. Da hätte ich gerne einfach... Du kannst eigentlich im D&D ja sagen, ich widerstehe dem nicht. Ich will weggeschubst werden. Weil da bin ich nicht im Nahkampf. Das wäre mega gut. Ah, ich sag doch, die Dinger da kurz machen war schon relativ smart. Kann ich hier das machen? Jo, kann ich. Dann mache ich das doch mal. Und dann verstecken wir uns noch. Und laufen darüber. Oh, hat's wohl verkackt. Nehmen wir noch ein bisschen Gold mit. Fäulnismarkierung. Was ist denn eine Fäulnismarkierung? Steht hier nicht dran. Was immer das bedeutet. Achso, habt ihr irgendwelche... Ihr seid gegen Gleisen und Nekrotisch habt ihr Widerstand. Na gut, Nekrotisch ist wurscht. Dann können wir mal eine Runde brüllen. Und dann haben wir schon Vorteil, brauchen wir keinen rücksichtslosen Angriff machen. Können wir einfach zuhauen. Und bluten könnt ihr wahrscheinlich auch nicht, weil ihr seid Untote. Und das wäre ein AOE, oder? Ja, das wäre der AOE, genau. Na dann. Sehr schön. Zweimal ordentlich Damage gemacht. Ich kann bis da hochspringen. Mach ich mal die Dolchwurzel, damit das Ding kaputt geht, nämlich. Damit ich da genug Reichweite habe. Und dann kletter ich einfach wieder runter. Tschüss. So, ist natürlich die Frage, wenn ich meinen AOE anmache, kriegen die es wahrscheinlich auch ab und sterben da dran. Bin zwar nicht gleißend empfindlich, aber wenn ich das hier anmache, die Schutzgeister, das kriegen die doch auf jeden Fall ins Gesicht. Wir könnten aber Heilige Flamme machen. Das ist eine Aktion. Heilige Flamme. Für die Verbannung. Dann läufst du mal in die Richtung, weil du hast ja ein dickes Schild. Achso, du kannst die Waffe noch holen. Wie wär's mit... So, dann ist das Ding der nämlich Nahkampf. Sehr schön. Und der ist fast tot, weil er zweimal in der Durchwolke stand. Ich würde gerne einen mindestens am Leben lassen, damit ich eigentlich mit dem Typ noch reden kann, wenn ich den platt gemacht habe. Aber das ist der letzte da. Der hat noch 6 HP. Ich sehe da Probleme. Sind wir ehrlich. Ich glaube, auf dich kann ich den nicht machen. Den könnte ich machen. Ist aber Quatsch, das kann eigentlich das Energieding machen wahrscheinlich. Wer ist dran? Der ist dran danach. Okay, dann habe ich noch einiges.
Dann hauen wir den Dingens Angriff auf den. Du kannst, glaube ich, dann hier stehen bleiben. Du bist echt nicht so gut. Sind wir mal ehrlich, also die Kämpfer sind ja schwierig. Rücksichtsloser Angriff. Und ja, nochmal einfach. Du kommst eh nicht von hier weg so einfach. Wir laufen einfach mal hier hoch. Eldritch Blast, oder machen wir was richtig was macht? Chromatische Kugel? Die kann ich nur Sachen machen. Ich könnte versuchen, zwei Leute zu treffen. Ah, nee, ich treffe die nicht, oder? Ich treffe die nicht, wenn ich auf den Boden ziele. Das ist ja doof. Na, dann setzen wir unseren Dolch wohl nochmal um. Da ist einer dead. Let's end this. Jetzt können wir natürlich einfach hingehen, aber ich glaube, es ist tatsächlich besser, wenn wir zum Beispiel das lenkende Geschoss benutzen oder die Flamme. Denke ich. Natürlich nur, wenn es trifft. Komm mal zu. Irgendwie ist jetzt dunkel geworden. Warum ist jetzt so dunkel? Null. Lol. Er hat getroffen, aber null gemacht? Wie geht denn das? Okay, jetzt wieder hell. Das war jetzt so wenig HP, hat er das Ding wahrscheinlich. Der ist auch tot. Ja, hier noch ein hinterhältigen Angriff. 25. Ist klar. Also eben. Ey, klau mir nicht meine Kills, du Sau. Wie mein Kader springen kann, weil die stark ist, Alter. Holy shit. Hau ihn nochmal. Okay, einer lebt noch davon, aber der rennt einfach nur weg. Okay, da kann ich doch nicht hin überleben. Schade. Geheilt und rennt in die Richtung weg. Na gut. Wir nehmen mal die ganzen wandelnde Duelland. Ein rostiges Großschild ist ja gar nichts wert. Aber die Perle und das Goldstück nehmen wir. Bisschen Gold. Rostiger Nietenbesitzer Schild. Die rostigen Sachen brauchen wir, glaube ich, wirklich nicht. Wir können das mal wegmachen, bevor wir da jetzt reinrennen aus Versehen. Weihrauch. Nice. Weihrauch ist relativ viel wert. Okay. Justiziarrächer. Wir haben auch da wieder eine. Was ist denn das hier? Uralter Altar. Protest der Abrechnung. Lady Shah. So many must have toiled to make a visage so grand. It's beautiful. Wir speichern mal. Nachdem wir jetzt schon in irgendwas reingerannt sind, ich mache mal Podeste Abrechnung. On the altar is an inscription. Brave the gauntlet of your Lady Shah. Surmount her trials and rise a dark justicia. The gauntlet of Shah. This place is legendary. Even with half my memories locked away, I still remember the stories. The Dark Lady's finest warriors arose from this place. Now I'm here. Bin ich immer gespannt, ob sie noch ihr dunkler Justiziar wird oder nicht. Was sind das für Prüfungen? Das ist eine gute Frage. In order to join Lady Shah's elite, you had to pass her trials. Then make a sacrifice in her innermost sanctum. One revealed only when you've proven yourself. Very few made it that far. I've dreamed of this place. Das heißt aber nicht. This is my destiny. I must complete the trials. Es gibt aber keine Hinweise, wie man da hinkommen muss. Man muss bloß dahin und einen Sacrifice machen. Seid ihr sicher, dass ihr das wollt? Was bedeutet es, ein dunkler Justiziar zu werden? What does it mean? It means we'll have power. Power
we can use to take on the Absolute and rid ourselves of these parasites, once and for all. If I become a Dark Justicia, I'll have Lady Shah's highest blessing, and her arsenal at my disposal. This will be good for all of us. Bin ich mir noch nicht so sicher. Bis jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass sich Lady Shah so sehr von der Absolute unterscheidet. Gegenstand einsetzen. Okay. Inscription's challenge remains. There's nothing more for us to do here. Ich will erfahren. Recesses on the altar that look intended to house something. Another such receptacle already contains a gemstone. Okay, wir brauchen also irgendeinen besonderen Edelstein, so einen Leuchte-Edelstein, der dort drin ist. Okay, um hier weiterzukommen. Das ist zumindest das, was ich daraus verstehe. Setzt mein Licht wieder aus? Naja, weiß ich nicht. Ups. Gut, dann versuchen wir mal irgendwie hier noch weiter zu erkunden und den Edelstein zu finden. Da ist einfach eine Tür, wo wir wahrscheinlich nicht reinkommen. Oder anders ist das wahrscheinlich die Gegenseite, ne? Wo wir nicht durchgekommen sind. Kann das sein? Yes. Klausknall nicht möglich. Wir können einen Hebel machen. Um zu zeigen, dass wir schon auf der anderen Seite sind. Haha. Scheiß auf die Prüfung. Wir sind einfach so auf die andere Seite gekommen. Wir haben immer noch weggebumst hier. Nee. Dann tatsch ich mal da dran. Welcome, child. Follow my voice and prove your worth. Das ist mystisch. Ja. Achso, hier gibt's auch noch einen Hä? In die Richtung bin ich. In die Richtung bin ich gar nicht gegangen? Kann das sein? Da bin ich doch hingegangen. Nee, anscheinend habe ich das einfach übersehen. Ich habe einfach komplett ignoriert, dass es hier hingeht. Lol, what? Better not be cursed. The rain of night comes in a thousand falling leaves. Schmuck. Nehme ich mit. Und jede Menge Weihrauch. Geil, alles verkaufen. Gib mir mehr Weihrauch. Das ist einfach nur Geld in anderer Form. Okay, hier komme ich aber nirgendwo runter, so wie das aussieht. Das heißt, wir sind hier rumgelaufen, um hier wieder reinzukommen. Können wir uns eigentlich hier importen? Sparen wir ein bisschen Weg. Ich wollte aber hier nochmal gucken, wo es hier weitergeht. Ich glaube, hier geht es noch in eine Richtung weiter. Wir hätten, glaube ich, eigentlich zuerst hier reinkommen sollen, tatsächlich, bevor wir... Ja, da geht's weiter. Bevor wir da hinten in die Küche stolpern mit den Ratten. Diese runden Sachen auf dem Boden, da denke ich immer, da wird eine Falle sein. Okay, hier könnten wir noch runterspringen, glaube ich. Oh. Es ist eine Bestie. Eine Täuschungsbestie. Ach du Scheiße, diesen schwer zu treffen. Whatever. Ich mag Autospeicher in solchen Situationen nicht, muss ich ehrlich sagen. Kommt ihr alle mit, bitte? Karlach. Hey, good looking. Du kommst locker bis hier runter, spring. Danke. Still breathing, despite everything. Hattest du nicht ein Gebet der Heilung? Du hattest ein Gebet der Heilung, Kosten in Stufe 2, Zauberplatz, haben wir genau noch einen. Ich glaube, so viel Damage haben wir nicht, oder? 6 bis 20? Na doch, eigentlich schon. Auf zwei Leuten würde das was bringen. Ich hype's mir nochmal auf. So. Okay. Gut, ich dachte, hier geht's weiter, aber in die Richtung geht's nicht weiter. Das heißt, wir müssen da, wo die Täuschungsbestie hingerannt ist, oder? Wir springen hier weiter drüben weiter. Die Alternative. Ich mag die Alternative. Och, nö.
haben wir noch einen Nebelschritt. Nein, nicht. Nein, Leute, nicht, sonst wollen wir sprinten. Du springst mal dahin. Ihr müsst es eigentlich alle schaffen. Das ist nicht so weit. Ach, komm mal schon. Kannst du dich ein bisschen weiter vorne? Als ob. Fersen zusammenklicken ist es nicht. Als ob du jetzt nicht so weit springen kannst. Brauchen wir auf dem jetzt ein Elixier des Weitspringens oder sowas? Haben wir sowas? Hier sortieren. Typ. Dunkelsicht, Feuerresistenz, Giftresistenz, Blitzelixier, Kampfmagier, Crowdish Resistance, Rindenhaut, Wachsamkeit, Blutdurst, Larvenelixier. Schlangenzahn. Wo hast du denn Schlangenzahntoxin? Das ist irgendwie Quatsch. Geschwindigkeit ist es nicht. Des Fliegens. War schon zweimal Trank der Engelspause. Also, das ist das. Trank des Federfalls ist es auch nicht. Das ist Immunität gegen Fallschaden. Gedankenlesen, Schlaf, Sprechen mit Tieren. Des glorreichen Sprung, verdreifacht die Sprungreichweite. Okay, das ist das, was ich haben will. Muss ich nur mal kurz gucken, ob denn unsere heißgeliebte Schattenherz darüber springen kann ohne Hilfe. Die kann das. Dann nimmst du jetzt das und springst bitte, alter Schwede, springst bitte darüber. So. Guten Morgen, Xan. Einen wunderschönen. Ich hoffe, dir jetzt gut. Wir haben gerade die Täuschungsbestie gesehen. Ambush. Oh shit. Hallo? Hier muss ein Humanoid sein. Ach, what? Was haben wir denn jetzt hier? Unhold. Bei denen kann ich das nicht machen? Das ist ja jetzt schon ein bisschen shit, ne? Schockgriff. Ja, ich glaube, ich würde gerne Nebelwolke machen. Damit die mich... Weil das ist ja eine Nahkämpfer, die müssen eh rankommen. Ich kann nur sein, dass wir halt direkt tot sind. Wenn die jetzt hier hinten diese Fernkämpfer alle angreifen. Ich probiere mal eine Schatten der Nebelwolke dahin zu machen. Ich glaube, dann können die es auch besser ranged attacken. Oh, du bist ein Fernkämpfer eigentlich. Okay. Den Kampf überlebe ich nicht. Nicht so, wie ich reingesprintet bin. Glaube ich. Weil selbst die hat gerade 20 Damage ins Gesicht gekriegt. Der ist taumeln. Los. Blutung. Ja, ihr spurtet es erstmal. Dass ich da nichts ziehen kann, ist ein bisschen blöd. Und dass du keinen einzigen Zauberplatz mehr hast, ist ein bisschen noch blöder. Stille nützt uns nicht viel. Ich könnte versuchen, den da runter zu schubsen, dass er dead ist. Glaube ich. Oder zumindest nochmal Damage kriegt.
Dass die Schattenbestie halt auf deren, die Täuschungsbestie auf deren Seite ist, ist ein Problem. Bin ich ehrlich. Das ist jetzt nicht gerade hilfreich für mich. Mein Hexenmeister hat keine AOE-Option mehr. ich würde mal sagen... Oh shit, Schattenherz ist auch so gut wie tot. Ja. Ja, das ist halt immer ein Stufe 2 Zauberplatz und deswegen brauche ich die Stufe 2 Zauberplätze. Spirituelle Waffe. Könnte ich da unten casten? Aber die wird einfach nur tanken und dann sterben. Wahrscheinlich. Habt ihr eine Resistenz? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Gift. Physisch, Feuer, nicht gegen nekrotisch oder Schutzgeister. Aber jetzt Stufe 3 Schutzgeister, I guess. Ah, er hat nicht ganz gereicht, scheiße. Der macht dunkel? What? Ah, das ist der runtergeflogen ist. Das ist der, den werde ich halt wieder... Ich dachte gerade, wenn das jetzt... Das ist ein bisschen sehr dunkel, wenn die HP niedrig sind. Muss ich mal so sagen. Du bist die Waffe. Okay, hau einfach zu. Ja, verkackt. So. Dagegen nicht, aber dagegen... Ready or no? Nope. War jetzt nicht verwandelt. Vergiftet. Also ich sehe eine HP-Problematik in dem Fight. Ich sehe in dem Fight eine ziemlich heftige HP-Problematik. Deswegen saufen wir erstmal, dann machen wir... Ja doch, dann machen wir einen Angriff. Wir machen noch einen Angriff. 21, also der Damage, den wir raushauen, ist schon ordentlich. Aber ihr seid einfach nur einen Haufen an Small Damage Dudes, oder was? Täuschungsbestie. Zählst du als Tier? Du zählst als Tier. Dich hätten wir bezaubern können. Tote beleben. Wir haben keine Leiche bis jetzt. Stille, wir nützen uns genau nichts. Hast, strahlte Übelkeit, vergiftet möglich, ist das Ziel möglicherweise. Seid ihr gegen Giftungen? Ich hab Giftresistenz. Dann sollte ich vielleicht lieber nicht Gift benutzen. Eher so ein Gefühl. Sonst kann ich aber dich wieder wegschmitzen. Und wir gehen halt auf den, dass der möglichst stirbt. Keine gute, doch hier. Wir machen jetzt Blitze rufen. Dahin. Das war, glaube ich, auch ein ganz guter Move. Den haben wir nochmal for free. Und der versteckt sich ein bisschen hinten. Die Täuschungsbeste könnte eklig werden im Nahkampf, glaube ich. Das Beschwören-Ding kann... Ich weiß, dass ich theoretisch Sachen abcasten kann, aber ich wusste nicht, wie ich das Beschwören-Ding abcaste. Weil da hat es mir die Option nie gegeben, einen anderen Zauberplatz zu nutzen. So, und du musst jetzt eigentlich nur laufen in die Gegner rein. Okay. Ist halt nicht untot. Fluch, Hüter des Glaubens. Beschwöre einen göttlichen Wächter, der Gegner in der Nähe angreift. Wenn der Wächter Schaden bewirkt, fehlt selbst den gleichen Betrag an Trefferpunkten. Oder wir machen halt einen bunten Verursacher. Das ist, glaube ich, ein ziemlich guter Zauber. Er macht halt. Pff. Der macht halt so wenig. Das ist ein bisschen traurig. Ich komme hier nicht lang, ne, übrigens. Das ist ein bisschen blöd.
Und Untote haben wir hier nicht. Schutzgeister haben wir schon. Heilige Flamme trifft echt wenig. Ist im Nachteil bei den ganzen Fernkampfsachen. I guess we just slap him. Oh shit, wir hätten heilen sollen. Fuck. Edwards Tentakel. Aber du hast 8 Trefferpunkte erhalten. Temporär. Das finde ich gut. Das sind jetzt nicht Tentakel. Nee. Otonische Handgranate? What? Hab ich was verpasst? Irgendwas habe ich anscheinend verpasst. Na? Da war. Achso, schwarze Tentakel. Ich bin nicht so smart. Schwarze Tentakel ist ja auch wieder ein Konzentrationszauber gewesen. Wir wollen, glaube ich, erstmal den versuchen wegzumachen. Sehr schön. Das waren sehr viele XP. Achso, das ist der, den wir töten sollten, oder? Ne, Yoga ist nicht der, mit dem wir töten sollten. Keine Ahnung. Wir gehen mal hier rüber, um hier ein bisschen den Weg zu blocken. Ach so. Das ist jetzt nicht, was ich sehen wollte, bin ich ehrlich. Was passiert, wenn ich die kaputt mache? Eine starke Drohne, die bei Gegnern infernalischen Schaden bewirkt. Wirkt Feuer- und Schallschaden bei Gegenständen in der Nähe und stößt sie zurück, schnell tickender Einzug verbleibend. Ja. Das geht auf dich auch nicht. Chashas grässliches Gelächter. 30% ist halt nix. 55%. Ja. 5 Heilung. Hat es man der absoluten. Ist aber einfach, das ist eine Aktion für 5 Heilung. Ah, ja, ich brauche das, glaube ich. Das hat natürlich sich selbst geheilt und nicht ihren anderen geheilt, ne? Danke. Danke, Spiel. Das ist nur auf dich selber. Heile dich und erhöhe deinen Trefferpunkt im Maximum. Ach, Mann. Ich bin gerade nicht so smart. Ist das denn scheiße ernst? Aua! Doppelcrit oder was? Ich hab 2 Crits gesehen. Haben wir noch einen Heiltrank? Wir haben noch einen Heiltrank. Trinkt man noch einen Heiltrank. Uns wird's blöd. Hat unsere Klerikerin keine Heiloption mehr? Shit! Und die liegt in der Mine. Das ist richtig schlecht. Aber Verlust und so, ne? Part of the fight. Aber ich habe noch das Blitze-Casten. Das kann ich jetzt nochmal machen. Wenn ich ein Stück weit laufen würde. Habe ich hier sonst noch Arabellas Schattenverstrickung? Stimme des Zirkels. Überzeugen. Da kann ich hin. Kaboom? Es geht gleich Kaboom alles. Okay, ich kann die Mine auslösen. Haben wir das mal festgehalten? Ich könnte die angreifen, um sie auszulösen. Ja. Ich trinke mal, glaube ich, auch noch einen Heiltrank. Sicherheitshalber. Die Mine ist da. Das ist kaputt. Die werfen Minen? Man kann
Logisch, ich kann die Mine werfen. Oh Gott, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Das wäre voll smart gewesen. Hab ich nicht geschalten. Die haben doch gerade die Minen auf mich geworfen, ne? Das wäre super. Oh, übrigens dead. Also mein Main-Character ist dead. Ja. Hab ich nicht verstanden. Alter, aua. Ja, es ist so dead. Okay. Wir laden mal. Den Kampf versuchen wir nochmal. Das ist eine Hand. Da stand schnell tickende Mine dran, oder? So wie ich das verstanden hatte. Ich habe nicht verstanden, wie die da hingekommen sind. Also außer dass der eine Typ das Feuer ausgeschlagen hat. Aber ich bin nochmal kurz auf Toilette. Wir sind zurück. Und wie gesagt, dass es Handgranaten sind, habe ich nicht verstanden anhand der Beschreibung irgendwie. Another step forward. Sehe ich diesmal vielleicht bevor ich? Oh, da blinkt sogar was. There's something out there. I can feel it. Die Täuschungsbestie sollte uns dahin locken in den Hinterhalt. Das ist ja fies. Deswegen ist sie dahin gelaufen. Die Frage, müssen wir das machen? Wollen wir das machen? Wir hatten doch... Wir sollten jemanden töten an der Stelle hier. Fakts auf, private Quest, Baldur Tor. Suche das Nachtlied. Der Auserwählte von Shah, da kannte sich diesem Tempel und legendären Proben der Shah handeln und in den Städten damit zu versuchen können, dunkle Justiziare zu werden. Nach dem uns so ein Alter vorsieht, dass sie ihre Verfügung bestehen muss, um zur Kriegerin zur Shah anzuwerden. Schattenherz möchte die Proben bestehen und selbst ein dunkles Justiziarin werden, ja. Paladine besiegt, die hinter dem Kalach her waren. Sie nimmt unsere Suche nach dem Wirt gegen den Paladin teil. Wir haben Paladine gestellt, die hinter. Okay, das ist irgendwie abgeschlossen, ne? Ja. Aber hier die Klinge, war das das? Nee. Töte Raphael, genau, Moment, Raphaels Feind. Den suche ich. Es ist wahrscheinlich das hier irgendwo dabei. Hier. Und Leumlaut, offenbar sollen wir unserem alten Gegner kümmern. Okay, das ist aber wahrscheinlich nicht, das war nicht Yu-Gi-Oh, oder? Der ist schon auf Stufe 10, by the way. Der ist schon ganz schön krass. Die anderen sind Stufe 5. Wir sollten aber auf jeden Fall noch eine kurze Rast machen, damit ich nämlich wieder einen Zauberplätze habe. Fällt mir gerade ein. Wenn wir schon jetzt hier reingehen, Stufe 4 Zauberplätze. Und dann sollen wir mich wahrscheinlich nach hinten stellen. Und das ist mal hier getrennt. Carla nach vorne. Ich will jetzt nicht zu weit laufen. Weil ich würde eigentlich gerne den ersten Schuss haben, bevor es abgeht. Oh, ich kann mich schleichen. Ich meine, solange ich nicht in den Sichtkegel reinlaufe, kann ich mich einfach anschleichen, ne? Da. Die drehen sich ja gerade nicht um. Das heißt, ich kann meine Nahkämpfer ordentlich ranbringen. Das ist ziemlich geil. Lalalalalala. Wenn die dann mit ihrem AOE hier drin steht, da sehe ich sie schon. Sie mussten so ein bisschen... Lol, what? Da ist einfach eine Ratte auf dem Thron. Ben ist klug, ne? Sehe ich auch so. Ich meine, du musst zum Glück nicht... Du musst zum Glück keine wirkliche Probe bestehen, weil wir nicht wirklich in den Sichtkegel reinrennen. So, du benimmst die hier mit, würde ich sagen. Du benimmst die Seite, du benimmst die Seite und die anderen beiden kommen von hinten. The element of surprise. Ich finde geil, dass die Leute schleichen.
flüstern, wenn die in den Schleichmodus gehen. Das ist doch cool. So, du stellst dich mal, keine Ahnung, hier so hin. Und ich schließe mich auch noch an. Ich würde am liebsten noch alles gleichzeitig zusammensetzen, ne, von wegen so einer Reaktion. Ne? Wenn ich zaubere, dann machst du einen Sprungangriff und du noch einen hinterhältigen Angriff und so, aber das darf man, glaube ich, in dem Spiel nicht. Leider. Ich glaube, hier kann ich stehen bleiben ungefähr. Vielleicht gehe ich noch ein Stück zurück, dann bin ich vielleicht sogar noch einen First-Zauber. Die Frage, wahrscheinlich wollen wir am ehesten die hier, weil wir dann den meisten Schaden anrichten können. Den können wir, glaube ich, ganz gut runterbürsten, wenn wir zusammen sind. Das heißt, wir wollen uns bei dem hier anschleichen und dann die Schutzgeister casten, würde ich sagen. Ist ja echt blind, Leute. Moment, hier stehe ich aber, glaube ich, schlecht. Ich glaube, ich muss dahin. Und Schutzgeister. Ah, da ist Stufe 3. Stufe 4 könnte ich sogar casten. Nee. Hallo. Stecken erfolgreich. Fehlschlag unsichtbar? Der kann unsichtbar werden? What? Und die werfen. Es ist nicht so gut gelaufen, wie ich das gerne gewollt hätte, bin ich ehrlich. Vor allem, weil mein Tank jetzt da unten ist. Bin wirklich nicht so klug. Fuck! Die liegt jetzt da unten, hat übel viel Damage kassiert. Ich hätte sie schubsen sollen. Ich hätte sie donnerwellen können, alle nach unten. Oh, mal sehen, was wir schaffen. Haben sie es gemacht, wie wir es gemacht haben. Soldier. Der war doch hier, oder? Ja, jetzt kümmere ich mich um den. Komme ich bis dahin? Komm bis dahin. Ach, ich habe keine. Ja. Heilungsdruck erfolgreich. Dass du jetzt schon so viel abgekriegt hast, gefällt mir gar nicht. Und du hast keine einzige Aktion mehr, weil das war dann. Du hast vorhin einen Angriff gemacht. Weg hier! Moment, heilen die sich? Wenn die Damage machen? Ist gerade richtig? Okay, ich bin dabei. So, jetzt muss ich mal dafür sorgen, dass hier. Ich könnte das natürlich. Ich könnte ein Stück rangehen. Könnte ich natürlich versuchen, das zu casten. Die genügend Bewegungsrate da. Knischt, da knischt. Achso, das Illusionsding will ich eigentlich gar nicht. Aber ich kann mal hier die Schatten von Hadar wahrscheinlich machen. Wait, ich habe meinen eigenen. Ich wollte nicht Hunger von Hadar auf Kalach machen. Die war doch außerhalb. Oh, scheiße. Das ist natürlich blöd. Hallo. Ja, die Stufe 5 Täuschungsbestie, ob wir die gegen die ankommen, weiß ich nicht. So, wie könnte ich den jetzt abcasten? Also, mal ganz blöd angenommen. Ich will. Achso, ich mit dem Plus, ne? Ah. Nee, Moment, das ist falsch. Schutzgeister. Spell, dann die Variante. Aber ich habe nur Stufe 3 Variante. Und danach den Spell-Slot. Aha. Okay. 3 bis 24, 4 bis 32. Kriege ich einen D8 mehr. Okay.
Alternative ist, ich beschwöre diesen Hüter des Glaubens. Einen göttlichen Wächter, der Gegner in der Nähe angreift. Wenn der Wächter Schaden bewirkt, verliert er eben gleich Betrag Lebenspunkte. Hab ich noch nie einmal gemacht. Keine Ahnung, ob ich den hier, Täuschungsbestie. Initiative 1. Ja, direkt mal zugehauen. Rüstungsklasse 20. Krotisch Resistenz, Dauer bewaffnet, Hüte des Glaubens, Vergeltung, passives Merkmal. Trink mal was. Und dann laufen wir hier noch ein Stück. Aua. Das ist fies. Hunger von Hadar Rettungswurf gelungen. Das gefällt mir gar nicht. Aber jetzt ist der doch reingelaufen. Was ist gelber Schaden? Gelber Schaden ist Giftschaden, oder? Wie viel HP hat denn der eigentlich? Da habe ich noch gar nicht geachtet. Da ist er wieder. Der Arsch. Wie viel HP hast denn du? 60. Das ist einiges. Ich würde mal... Der wird immer noch hier stehen, ne? Es geht nicht Radiant... Achso. Ja, Gleisenschaden. Ich kann einen Schockgriff machen. 50%. Weiß ich, wahrscheinlich, dass es da wegfliegt. Ja, die Stärke seid ihr ganz gut, ne? Ja, die Stärke seid ihr ganz gut. Ja. Chromatische Kugel. Ihr hattet ein Gift. Gift ist nicht gut und Feuer ist nicht gut. Säure wäre okay. Mal hier einfach mal hier hin vielleicht. Er ist nicht mehr da. Ach, fuck. Oh, du bist eh gleich tot, glaube ich. Okay, der Wächter ist ziemlich awesome, bin ich ehrlich. Der ist Vieh gerade halbiert. Darf ich hier rausgehen? Sehr schön. So, dann kann ich immer noch... zuhauen. Zuhauen. Und den in Nahkampf binden, in der Hoffnung, dass unser Dieb dann wieder Sachen tun kann. Was ein bisschen fehlt, ist dieses, ich warte mal ein bisschen. Weiß nicht genau, warum die halt Radiant Damage manchmal kriegen. Ich habe eigentlich nichts, was Radiant Damage macht. Oder wenn ich den jetzt zweimal zurückstoßen würde, wäre er doch im Hunger von Hadar, oder? Oder halt einfach ein AOE, der keine Konzentration erfordert. Das wird schwierig. Das ist ein anderes Konzentrationszauber. Ich könnte Stille machen dahin. Aber er kann halt immer noch Sachen werfen. Oder ich mache halt Tote beleben. Skelett, Zombie. Sie kann nicht wiederbelebt werden, was? Schweinerei. Wir versuchen den zu schubsen. Rip? I guess. Hier geblieben. Huf. Oh oh. Das ist schlecht. Der hat noch ganze 3. Ich habe die zum Glück echt verlangsamt. Oh, mein Wächter ist ja unten down. Wir müssen mal spurten, glaube ich. Sprint! Wir sind gesprungen und gesprintet, das ist richtig.
Nein, sie sind raus. Sie kriegen Raid. Moment. Ach, Karlach ist das. Die verbrennt, glaube ich, Leute, die ihr Damage machen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Lol, dass eine Mine explodiert. Dass der wieder unsichtbar wird und hier stehen bleibt und ich ihn nicht sichtbar machen kann, ist ein bisschen beschissen. Geh mal hier hin. Und dann kannst du hier einen hinterhältigen Angriff machen. Sehr geil. Dann kannst du auch noch Vampirbiss machen? Yo! Für die Dinger geht's. Vorbereiten, dann macht's mehr Damage. Brauche ich gerade nicht. Ich könnte aber. Könnte ich jemanden. Nee. Ich muss erstmal dich kaputt machen. Weil du mir viel zu sehr auf den Sack gehst. Und dann bräuchte ich das oder. Das darf ich nicht. Vorbereiten darf ich auch nicht mehr. Drowgift. Gift hatten die aber Widerstand. Also Gift ist gerade nicht das optimale Grade. Magiebandöl. Erheblich einschränkt. Zauberangriffe und Zauber. Zwei Zöne Rettungswürfe. Blutdurst. Öl der Verkleinerung. Öl der Präzision. Waffe überziehen. Ist doch. Ah ne, ist eine Aktion. Aber nee, das ist eine Nebenaktion. So, jetzt habe ich 91, 91. Du hast 1 HP weniger. Let's how you. Oh, der will wieder Minen werfen. Warum denn 2? Warum explodieren da 2 auf einmal? Er hat eine geworfen, ich habe 2 Explosionen gekriegt. Und deswegen ist Schatten ja auch instant tot. Hä? Irgendwas verstehe ich in den Dinger nicht. Also jetzt gucke ich mir das nochmal an übrigens. Schnell tickende Mine steht da oben in der Mitte. Aber es heißt ortonische Handgranate, ist richtig. Aber hä? Ich bin sehr irritiert. Ich könnte mich jetzt mit dem Vampirgriff heilen und Damage machen. Oder wir machen hier. Oh Gott. CC. Alles hypnotisiert. Ja, Schattenherz hat's nicht so gut. Sind wir ehrlich. Der hat's auch nicht mehr so gut. Ich muss Carlos irgendwie. Bis zu den Handgranaten ist alles okay und dann werde ich einfach komplett zerstört. What the fuck? Es sind einfach 3 von 4 Leuten sind dead. Es sind nur noch Karlach. Ja, Karlach ist auch so gut. Okay, den offensichtlich kriege ich den Kampf nicht hin. Auch wenn ich klug bin, kriege ich den Kampf offensichtlich nicht hin. Wieso hat er sich vorhin nicht unsichtbar gemacht? Jetzt konnte ich den Gegner, weil mein ganzer Plan ist über den Haufen geworfen worden durch die Unsichtbarkeit. Ich wollte den Typen ja eigentlich rausbürsten. Pff. Der Kampf ist schwer. Bin ich ehrlich. Off we go then. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt machen will oder ob ich mir nochmal angucke, ob ich irgendeine andere Option habe, außer einfach da mehr oder weniger zu brute-forcen. Wir haben Full Life und wir werden einfach komplett demolished von den Jungs. Shift C war alle schleichen, oder? Ja. Don't waste a step. Wahrscheinlich soll ich sie doch runterwerfen. Also der Hunger von Hadar hat viel delayed, aber ich konnte den halt gar nicht fokussen. Kann er sich nur unsichtbar machen, wenn er kein Damage gekriegt hat oder sowas? Damn.
Damn it, it's good to be alive. So, du gehst hier hin. Du bist immer noch dafür zuständig, den zu machen. Keep your blade close. So, ich glaube, ich würde mit dir nämlich, du hast nämlich den, hast du nicht mehr, doch, du hast die Donnerwoge. Step careful. Würde ich mal gucken, dass wir möglichst viele runterschubsen. My face protects me. Onward. Wir dürfen aber nicht zu nah ran, weil sonst fliegen wir wieder in die Sache runter. Das wäre blöd. Das ist eigentlich vom zu dir zuerst. Alternativ müssten wir direkt. I can be subtle sometimes. Alternativ müssten wir direkt mit dem AOE auf die hier alle anfangen. Mit den schwarzen Tentakeln zum Beispiel. Da könnten wir sogar alle da drüben treffen. Oder halt den hier einfach direkt. Da kann ich aber nicht im Nahkampf bekämpfen. Vielleicht, schieben wir dich nochmal hier drüben hin. Und ich finde das eigentlich eine ganz nette Idee jetzt nochmal. Taking my time in the shadows. Speichern jetzt direkt mal. Der Fight war so schlimm, ich sehe den Fight. Dass er schlimm ist. So, wir nehmen jetzt Evers schwarzen Hack. Der theoretisch wirkt das ja Dinger. Und macht. Und sollte die damit ein bisschen CC'en. Das ist doch das, ne? Genau, erstickt, dann können sie nicht bewegen und haben, glaube ich, einen Nachteil auf Verteidigung, also Rettungswürfe. So. Oder komplett woanders gefightet. Ihr seid alle überrascht, oder? Ja. So. Ich habe eine Frage. Wo sind meine Tentakel hin? Spiel? Wo sind meine Tentakel hin? Warum konzentriere ich mich nicht? Was geht denn ab? So kann... Also... Hä? Darf ich keinen Konzentrationszauber den Kampf beginnen oder was geht los? Das ist doch auf jeden Fall ein Bug gewesen. Und das ist nicht, so, nicht mal so ein kleiner Bug. Das ändert die komplette Dynamik des Kampfes, wenn das nicht funktioniert, womit ich da reingehe. Die haben alle einen Rettungswurf gemacht, Initiative gewürfelt und dann war nix. War die Tentakel nicht. Ich hab's sogar extra hier hoch gecastet, ne? So. Ist alles schwarz. Und jetzt ist es auch da. Okay, ist mir auch da geblieben. Gut. Weiß ich noch nicht, wer hier irgendwie wie gefesselt ist. Ich glaube nämlich gar niemand ist großartig gefesselt. Du bist dran, ne? Wir machen mal unseren Brüllerich an. 80. Wir haben eh schon Vorteil. Dann los. Und wir versuchen ihn nochmal zum Bluten zu bringen. Nice, bluten tut er auch. Servus. So, dann machen wir das so. Die schubst mal runter. Tschüss. Achso, wenn sie den nicht schaffen, den Rettungswurf, dann kriegen sie Damage. Wenn ich jetzt hier reinlaufe, wäre blöd. Das heißt, wir casten den Wächter dahin. Der war ziemlich awesome. Und die Waffe. Die Waffe, die Waffe, die Waffe. Können wir hierhin casten. Kann sich darum kümmern. Nice, 20 geslappt. Das ist gut. Würde ich sagen. So. Du kannst mal gucken, dass du den zum Bluten bringst. Hat nicht funktioniert.
Whatever. Alles noch überrascht. Jetzt geht Runde 2 los. Karlach hat immer noch Vorteil. Karlach, vorbereiten. Du stehst schon dran. Gift ist Quatsch. Magierbandöl. Weiß ich nicht. Gift ist, wie gesagt, Quatsch gegen die. Vorteil haben wir schon. Sehr schön. 3 extra Schaden haben wir gekriegt, ne? Blutung ist vorbei. Oh, da kamen die Granaten her. Und er ist so unsichtbar, die Sau. Da kamen die Granaten her. Die hat der rumgeworfen. Das habe ich jetzt erst verstanden. Täuschung angreifen ist irgendwie doof. Das ist aber Konzentration. Vertrauten finden, Kratzer. Ich würde sagen, wir schieben den da, versuchen den runter zu schieben. Die sind ja hier jetzt verteilt. Das ist ja relativ fein für mich. Der darf eigentlich laufen, oder? Ja. Maragon. Keine Ahnung, was Maragons sind übrigens. Dass dieser Wächter halt wieder ortsgebunden ist, ist echt ein bisschen beschissen. Stell dir mal vor, der wäre halt nicht ortsgebunden, sondern der könnte rumlaufen. Das wäre so geil. Oh ja. Komm in meinen Wächter rein. Oh no. Huf, hat nicht getroffen. Hä? Okay, wait, was geht ab? Was geht ab? Ich versteh's nicht. Das bin... Ja. So, orthologische Handgranate auf den Boden geworfen. Maragon hat verfehlt. Schattenherz wurde getroffen. Erleidet 4 Wuchtschaden. Zerstört. Hat einen Rettungswurf bestanden gegen orthologische Handgranate. Orthologische Handgranate. Und macht trotzdem 23 Schaden? Weil sie... What? Ja, also ich sehe den Kampf irgendwie immer noch nicht. Also die Hand kann dann einfach so viel Damage. Das kann ich mir, glaube ich, schon wieder in die Haare schmieren. Oh, okay. Ich muss den Typen hitten, dass er seine Handgranaten wirft, dann muss ich sie gegen sie selber einsetzen. Sonst habe ich ein Problem oder ich muss sie zumindest angreifen. Das ist sonst eine absolute Katastrophe. Wenn die anfangen dürfen, die Dinger zu werfen, dann sterbe ich. Auf jeden Fall. Das macht halt leider nicht dunkel, doch macht blind. Es macht blind, aber es hält sie nicht fest. Das hier hält dafür fest. Das ist das Schöne an den Tentakeln. Dafür macht das theoretisch mehr Damage. Kann ich alle erwischen? Ich kann sogar alle erwischen. Jetzt ist es wieder weg. Ach, das Spiel buggt mit diesen Dingern. Wenn ich das so hinplacke, dass ich alle hinmache, dann ist irgendwie zu viel von der Fläche anscheinend nicht benutzbar und dann wird es einfach zerstört, die Oberfläche. Kann das sein? Also aus irgendeinem Grund, diese Tentakel kann ich nicht benutzen, wenn ich alle davon im AOE habe. Die werden zwar einmal alle getriggert, aber
Okay. Kann ich das eigentlich vorher erfahren, dass der irgendeinen Shit macht mit den... Nee, magische Resistenz. Gegen Zauber und andere magische Effekte im Vorteil. Aha. Du bist eigentlich so ein sehr großer Tiefling, oder? Zumindest seht ihr ein bisschen aus wie von Tiefling-Sachen. Ich will euch machen. Ja, und ich würde euch gern, dich gern so positionieren, dass ich alle drin habe. Das heißt aber hier oben. Ich bin ja eindeutig, ne? Hier. Oben. Jetzt da? Alles da, alles da, alles da? Da geblieben. Okay. I'd love to, thank you. Form up ranks. Don't let anything get past you. I was trying. Tatsächlich können wir euch sogar noch runterschmeißen. Ob wir das wollen. Quietly. Why not? Ein bisschen mehr hier rüber. Wieso fliegt der nicht? Der linke? Verstehe ich nicht. Wieso fliegt der hier nicht? Was hinter denen da dran zu fliegen? Parallel zu den anderen. Ha! Das ist ja schade. Das hätte ich, kann ich sogar machen ohne. Oh, lul. Ohne dass ich dran bin. Ich habe meine komplette Aktion gespart. Ich habe die Aktion jetzt nämlich zurück. Vorteil. Oh, ich habe sogar noch Wunden heilen. Das sehe ich jetzt erst. Wunden verursachen. Gegen Feuer war die immun. Aber Brandmagen, das Niederstrecken müsste doch dann gehen. Ich habe einen normalen Angriff gemacht, ich Vollidiot. Aber eigentlich bist du dran, so wie ich das sehe. Du hast noch alles. Ich kann auch versuchen, euch alle zu hypnotisieren. Sagen, wir schieben dich wieder runter. Lass das mal da stehen. Alle überrascht, überrascht, überrascht. Du hast schon einen Angriff gemacht. I'll do it my way. Yes, here. Okay, my faith will protect me. Da haben wir noch die Fähigkeit, die wir noch benutzen können. Segen von Zelum. So. Du hast nämlich Damage gemacht, ne? Diese Runde. Aber ich habe meine zweite Attacke nicht. So wie ich das gemacht habe. Bin immer noch... überrascht. Er bräuchte halt Feenfeuer, ne? Feenfeuer wäre awesome, dann könnte er nämlich nicht unsichtbar werden, die scheiß Typi. Ihr habt das Gefühl... Okay, das war ein Stufe 4 Zauber für einen Kill. Ich weiß nicht. Okay, und für einen Kill und 20 Damage. So, gegen den wäre ich jetzt ein Vorteil, wenn ich das richtig verstehe. Nächste Runde. Oh oh. Hallo. Aua. Aua. Can you please not? Ja, und das ist halt leider shit. Starion ist auch gesehen. Ich nebelschritte mal woanders hin, ne Leute? Mach mal ganz entspannt hier.
Ganz entspannt. Frage ist, wo der hin ist. Ich denke, er steht hier irgendwo. Aber ich sehe ihn halt nicht mehr. Ich könnte jetzt Stille darauf casten. Aber ich glaube, der zaubert gar nicht. Ich glaube, er zaubert gar nicht. Achso, das kann ich einmal for free. Hm. Das ist Konzentration, das ist eine dumme Idee. Zerbersten. Wäre Schallschaden. Will ich jetzt eigentlich nicht random in einen Bereich machen, wo ich nicht weiß, ob da jemand ist. Warum bin ich im Nachteil? Weil zu dunkel? Ach, come on. Ach, come on. Hohe Verteidigung und zu dunkel. Dass hier zu dunkel ist, halte ich für ein Gerücht, wenn die Fackel direkt daneben brennt. Okay, die schwarzen Tentakel machen langsam nicht mehr so viel. Und wir haben ganz schön ins Gesicht bekommen, bevor hier irgendwas passiert ist. Unsichtbar. Das ist eine Aktion. Ja. Oder halt eine Nebelwolke hier hin. Ist auch eine Aktion. Ist wurscht. Nebelwolke bleibt bloß länger. Kann ich aber die Blinden das nicht mehr Fernkampf angucken? Bist du nicht geblindet? Du stehst außerhalb. Bist nicht drin. Oh, du bist nicht blind. Pixie sehe ich nicht. So, jetzt seid ihr hier, ne? Ja, dann. Let's do this. Ah, hallihallo. Das ist ja ein Erfolg. Dich kann ich, das ist zu schwer zu stoßen. Aber das ist nett. Dann kannst du nämlich du Trufauen auf den. Will ich hier mehrere treffen? Ich kann zwei treffen. Kann ich vorbereiten? Und das? Ja, doch. Vorbereiten. Und spalten. Zwei Leute. Zack. Und dann will ich dich nochmal zum Bluten bringen. Sehr schön. Ja, kannst du gern versuchen zu hauen. Dich will ich irgendwann zum Bluten bringen. Blutung. Bist immer noch blind eigentlich. Mhm. Eigentlich bist du immer noch blind, da wo du standest. Du solltest da eigentlich auch blind sein, glaube ich. Schön hier geblieben, mein Freund. Mein Großer. Aber du machst doch jetzt die Granaten, oder? Die müssen wir halt jetzt als nächstes werfen. Die machen so viel Damage. Wie, das zählt nicht als in den... What? Oder auslösen. Ja, aber der hat die Granaten noch nicht gemacht, soweit ich das sehen kann. Du bist gegen Zauber im Vorteil. Hä? Wieso kann ich das nicht treffen? Du hast keine Resistenz, aber zerbersten... Kann ich nicht auf... Ach doch, das sieht man nur nicht. Okay, never mind. Sieht man nur nicht. Dann zerbersten wir euch mal, würde ich sagen.
Ja, genau. Und jetzt macht er das nämlich, nachdem ich dran war. Und als nächstes ist der dran, der genau auf den... Jetzt bin ich wieder dead. Er macht das kurz vor seinem Tod. Puh. Schwierig. Schwierig. Nee, das ist eine dumme Idee. Nein. Ich bin völlig doof. Ja. Genau. Dann brenne ich nochmal und... Der wirft einfach zweimal die Scheiße. Du bist nicht mehr blind, ne? Hatte ich nicht raffinierte Aktion Rückzug? Wo liegt denn jetzt so ein Ding? Nur da. Ja. Warum kannst du mir trotzdem in... Sehr frech. Also ich komme nicht dahin. Also ich komme einfach wirklich nicht dahin, um die Dinger zu werfen. Und die Gegner halt schon. Der bleiche Elf Tagebuch aktualisiert? Was? Töte Raphaels alten Feind. Das ist doch Raphaels alter Feind. Das Pferd habe ich nicht so verstanden. Die liegt doch... Achso, da greifst du mich an. Werde ich jetzt versuchen müssen, trotzdem. Brauchen die Dinger. Sehr schön. Ich habe eine For Free Wächterreaktion getriggert. So, und jetzt werfen wir das Ding. Auf wen denn? Auf welche Stelle werfen wir das? Da sind zwei auf dem Haufen. Mehr als zwei Treffer, glaube ich, eh nicht. Weg ist unterbrochen. Nevermind. So, das war uns am besten nicht. Oh Gott, lösen wir aber die Dinge aus. Das ist eine Kettenreaktion, wenn wir hier reinwerfen. Da ist Kalach wahrscheinlich dann am Ende ziemlich platt, weil die hat eine Resistenz gegen Feuerschaden. Die hat zumindest eine Resistenz gegen Feuerschaden. Let's try. So, dass wir nicht Astarion treffen. Hä? Ich verstehe die Teile nicht. Ich verstehe die Teile wirklich nicht. Mann. Die kriegen halt einfach null, weil sie Resistenz dagegen haben. War das smart? Oh, ich kann mehrere pro Runde. What? Wieso kann ich so viele pro Runde? Hab ich irgendwas verpasst? Aber die machen auch keinen Damage an den. Also irgendwie ist der AOE von denen echt komisch. Oh, jetzt darf ich nicht mehr. Wieso darf ich drei werfen und die vierte nicht mehr? Muss ich das verstehen? Hä? Warum kriege ich einen Angriff, wenn ich mich nur reinbewege? Handwerkszeug, Höllenfeuer, Handarmbrust. Ich will dahin laufen. Spiel bitte, ich will dahin laufen. Danke. Also irgendwas habe ich nicht verstanden. Offensichtlich. Also muss ich erst anzünden? Infernalisch ist ein Brand bewirkt.
Also bei mir haben die 0 Damage gemacht und die Gegner machen mir damit 52 Damage. Fühlt sich irgendwie unfair an, bin ich ehrlich. Kann ich nicht anders sagen. Auch wenn ich jetzt schon 3, 4 weg hab. Aber die werfen mir die Dinger halt an den Kopf. Aua. Ich glaube, der Nebel ist weg. Langsam. Durch Explosionen und sowas. Wie ich das gerade so sehe. Kalach wäre auch die, die am besten beschossen werden kann damit. Wen sind meine Hadar-Dinger weg, weil mein Typ ja ohnmächtig geworden ist. Ich glaube, ich hätte gerne nochmal ein AOE von meiner Klerikerin. What? Das Ding will ich mitnehmen? Das ist irgendwie... Oh no. Wieso verliere... Oh, ich verliere die ganzen Rettungswürfe. Die erste macht 0 und die nächste macht 20. Es tut mir leid. Das ist irgendwie... Irgendwie ist das doof. Eine bessere Option. Untote sind's nicht. Furcht. Ich könnte ein paar Leute versuchen, furchtsam zu machen, aber bei weitem nicht alle. Untote vertreiben ist es nicht. Resistenz ist es nicht. Schutz vor Energie. Ich könnte mir natürlich Spiegel... Nee. Was? Spurloses Gehen habe ich hier. Cool. Spiegelbilder dachte ich, könnte ich mir geben. Dass sie mich halt schlechter treffen. Aber durch die Granaten wird es wahrscheinlich auch direkt wieder aufgelöst. Warum kriege ich von dem einen Absetzangriff, wenn ich dahin gehe? Gelegenheitsangriff. Jetzt ich außer Reichweite. Ich bin ja nicht außer Reichweite, ich bin in die Reichweite. Oh, dann dürfen die einfach zurückschlagen. Aha. Spannend. Ready for another round. Tschüss. Dann kümmern wir uns halt mal um die Täuschungsbestie, ne? Würde ich sagen. Ah, leider noch gerade so überlebt. Der müsste eigentlich auf Kalach gehen, die sind nächste. Und dann kriegen wir immer 2 Damage zurück, wenn sie Kalach treffen. Ah, ist die Täuschung besser dran draufgegangen. Also der Schild hier bringt leider gar nicht so viel. Sind wir ehrlich. Oh no. Oh no. I tried. I tried, I really, really tried. Oh no. Die Nebelwolke ist nicht mehr so das Problem, aber du brennst halt. Und du hast einen verloren wegen Damage, einen gewonnen. Und du bist jetzt auch dead. Wir können aber den Kampf zumindest mal schaffen. Aktuell sieht er nicht komplett verloren aus. Das war eine Bonusaktion. Das holen wir hier eine Waffe hin, die das dann klären muss. So. Wir dürfen nicht springen, wir haben kein heilendes Wort.
Na dann würde ich sagen, Wunden verursachen. Ach, Mann. So, Leute. Ihr dachtet jetzt, ihr kämpft mit mir. Ich kämpfe mit euch, Leute. Ihr dachtet, ihr wollt mit mir kämpfen, ja? Ist nicht so eine smarte Option, aber anscheinend ist es doch eine smarte Option. Ich würde sagen, du wirst jetzt von da unten nicht einen Mega-Damage-Angriff machen, oder? Umgeworfen. Das Problem ist, dass der Damage sich jetzt natürlich... vervielfacht. Pro Person. Er ist gerade dran gestorben, dass Karlach ihm Radiant Damage zurückgemacht hat. Und jetzt ist sie auch tot. Ja, jetzt wird's blöd. Bin ich ehrlich, jetzt wird's blöd. So. Sie ist auch down. Ja, okay. 1-3 jetzt. In Barbar in 1v3. Die haben sie aufstehen, kommen dann trotzdem, glaube ich, ran. Die ignorieren auch das hier einfach, ne? Die hauen wirklich nur auf Karlach rein. Und treffen jeden Hit. Also, Moment. Ich darf nicht. Ich habe eine Rüstung von 18. Sie treffen jeden Hit. Ist Astarion draufgegangen, ey. 26, 25, 23. 11. This could be fire, baby. Das heißt doch. Haben wir schon Vorteil? Wir haben schon Vorteil. Wir brauchen keinen Rücksicht. Achso, wir haben Rücksicht einen Angriff benutzt, deswegen. Treffen wir jeden, der ist down. 25, 26. Und wir verfehlen. Das ist schlecht. 2-1. Aua. Ich kriege irgendwie 20 Damage pro Runde ungefähr. 23, 18. Hau mal den. Schade. Fuck yes. Ich habe mich stabilisiert. Ich habe doch eh schon Vorteil. Ich krieg doch gar nichts noch einen Vorteil. Ich kann doch keine Vorteile stacken, oder? Das heißt, wenn ich das benutze, kriege ich nie was, oder? Weil sag mir doch, ich habe schon Vorteil. Okay, 1-1. Wenn sich jetzt Schattenherz noch stabilisiert, brauche ich nur eine Wiederbelebungsschriftrolle für den Shit. Schade. Jetzt habe ich keinen Vorteil mehr. Ach, come on. Okay. Geh mal da runter, ihr helfen. Warum darfst du ihr nicht helfen? Weil zu weit weg? We need those gems, of course. Ja, ganz entspannt. Keine Ahnung, welche Gems du meinst, aber bestimmt.
dogs are barking. We rest. Looking ahead, at the ready. Alter, sind wir platt. Wir müssen noch Astarion wieder beleben, allerdings. So, ja. Gebet von Zelun ist auch nicht mehr. Ich würde sagen, wir machen mal kurz eine Rast. Wir haben den scheiß Kampf geschafft. Holy fuck, hat das lang gedauert. Ich hätte vielleicht das... Aber das ist auch wieder Konzentration. Ich sehe mich bei einer langen Rast.